alle ziehen aus Solingen weg, alle meckern über Solingen, aber irgendwie keiner macht was besser. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch der Grundgedanke war. Ey, meckern kann jeder, aber lass uns doch einfach mal das machen, worauf wir Bock haben. Ich bin die Lina und ich bin die Erstvorsitzende vom Waldmeister e.V. Raum für Kultur. Das ist der René, der ist Vorsitzender vom Kauklappverein und wir sind auch hier im Waldmeister. Kauklapp ist eine Konzertgruppe, eine Musikinitiative in Solingen, die ist jetzt insgesamt seit 35 Jahren, oder sogar seit jetzt insgesamt, glaube ich, jetzt 36 Jahren auch gibt. Wir veranstalten Konzerte, Lesungen und auch Workshops und versuchen, die lokale Musikszene zu fördern. Wir möchten einfach ja, eben ein Raum für Kultur sein, dass Menschen hier das veranstalten können, was ihnen sonst in Solingen fehlt. Und das ist alles, vor allem Konzerte, aber auch Clubkultur, Lesungen, Wrestling-Shows, was auch immer. Seit jetzt 2,5 Jahren steht auch ganz klar in der Satzung, dass wir uns hier als ja, antifaschistischen, antisexistischen und queerfreundlichen Raum verstehen und dass auch keine Veranstaltungen erlaubt sind, die dem widersprechen. Wir versuchen den Waldmeister so basisdemokratisch wie möglich zu organisieren. Das bedeutet, dass wir, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, einmal in der Woche eine offene Vorstandssitzung machen und dort auch eigentlich alle Entscheidungen im Plenum besprochen werden und dann auch gemeinsam getroffen werden und auch gemeinsam dann die Woche geplant wird. Also welche Veranstaltungen stehen an? Braucht noch jemand Hilfe bei der Technik, bei der Bar, was auch immer, weil alle Posten, die es bei Veranstaltungen gibt, werden auch ehrenamtlich von Mitgliedern bestritten quasi. Also wir haben die Erlaubnis für 199 Personen. Dann ist es aber schon sehr voll. Also ich würde sagen, bei Konzerten oder so ist schon mit 70, 80 Leuten gut gefüllt. Bei Partys, wenn sich es dann auch ein bisschen mehr verteilt und auch viele Leute sitzen dann draußen bei uns auf der Terrasse oder so, dann sind auch schon mal um die 100, vielleicht auch mal 120, 130 Leute hier, aber normalerweise würde ich sagen, es sind so 50 bis 80 eine gute Zahl. Also es war so, dass wir ja früher sehr viele Konzerte in anderen Locations auch durchgeführt hatten, unter anderem auch in der Cobra, dem soziokulturellen Zentrum in Solingen. Aber irgendwann ist das alles ein bisschen schwierig geworden, weil man mietet sich ja auch dann in eine Location auch ein, hat, sagen wir so, bei den Veranstaltungen auch nur dann die Abendkasse. Man verkauft keine Getränke. Es ist ja eh alles ein bisschen finanziell immer ein bisschen eng gestrickt. Und hatten sich einige ein bisschen mal, hatten die den Blick mal auf andere Locations auch gerichtet und hatten dann auch hier diesen alten Walder Bahnhof auch gefunden, der leer stand. Ne, der war zu dem damaligen Zeitpunkt noch im Besitz von der Deutschen Bahn, lag brach und dann sind wir
Oder haben wir dann einen neuen Verein dafür gegründet, sind eingezogen, Mietvertrag unterschrieben und hatten gedacht, so gut, dann testen wir das vielleicht mal für ein Jahr, mal gucken, was haben wir zu verlieren. Kann total in die Hose gehen, aber es hat dann wunderbar funktioniert und peu à peu ist das dann hier auch gewachsen. Nur in vielen Köpfen von Auswärtigen ist halt eben so, ja, wie in Solingen, wie komme ich denn dahin? Ne? Die überhaupt nicht wissen, dass es eigentlich ja doch recht zentral auch liegt zwischen Düsseldorf, Ruhrgebiet und Köln, ne? Und eigentlich super zu erreichen ist. Ne? Das ist also hier der Stadtteil Solingen-Wald, ne? Also auch schon eher so ein bisschen die ländlichere Gegend, ein kleinerer Stadtteil von Solingen. Genau, ist ein alter Güterbahnhof. Hier hinten ging eigentlich früher die Bahnstrecke auch her. Und gerade befinden wir uns hier in dem Backstage-Bereich, im ersten Stock des Waldmeisters. Also ich bin damals wirklich unheimlich gerne auf Konzerte gegangen, auch mehrmals die Woche und mit meinen Freunden dann zusammen. Und dann hat man auch gedacht, ja, warum macht man nicht eigentlich auch mal was selber? Ne? Und dann ist das erste Konzert veranstaltet worden in Eigenregie und hat dann auch richtig Spaß gemacht. Ne? Folgten dann auch diverse andere Konzerte und da hat sich das dann auch so entwickelt. Und man hat immer neue Leute dann auch kennengelernt, ist immer weiter dann irgendwie auch reingerutscht in die Sache und hat aber auch nicht die Laune dran verloren, sondern eigentlich ist so von dem Spaß an der ganzen Sache ist eigentlich immer größer geworden. Ne? Ja, ich würde sagen, bei mir war es auch so ganz typisch. Also ich spiele selber auch in der Band und spiele ich auch schon sehr lange. Also ich habe so mit 13, 14 angefangen in Bands zu spielen und damals haben wir dann auch schon immer in erster Linie angefangen, unsere eigenen Konzerte mit befreundeten Bands zu organisieren, die wir mal irgendwo kennengelernt haben. Damals haben wir es immer im Schulkeller gemacht. Und der damalige Vorsitzende, der auch hier den Verein mitgegründet hat, der Jens Stuhldreier, der hatte uns dann eben als Band kennengelernt und der hatte uns dann eigentlich damals, als wir dann alle 18 wurden, angequatscht und meinte, hey, wir brauchen Nachwuchs, ihr habt ja nicht mal Bock, in Waldmeister zu kommen. Und so hat sich das dann eigentlich so ein bisschen ergeben. Und dadurch, dass dann hier die Strukturen natürlich auch sehr viel förderlicher waren als in der Schule oder so, wo man immer noch, ne, viel mehr Regeln beachten musste und viel mehr gucken musste, war das für uns natürlich hier wie so ein bisschen das Paradies. So auf einmal war hier irgendwie genau das, worauf wir Bock hatten, wo wir machen konnten, die Bands, die wir bei unseren Konzerten auf Touren kennengelernt haben, dass man die auch einfach nochmal wieder sieht, wenn man die halt hierhin einladen kann und auch, dass unsere Friends hier aus Solingen irgendwie auch mal zu den Konzerten gehen können, von denen wir woanders erzählt haben oder sowas. Und so ist das dann so ein bisschen passiert. Und sage ich mal, erstmal auch so ein bisschen aus eigennütziger Perspektive für die eigene Band Konzerte zu organisieren, hat uns dann auch das Booken an sich und das Veranstalten an sich immer mehr Spaß gemacht, bis wir dann irgendwann auch quasi als Band mehrere Konzerte im Monat immer von anderen Bands ausgerichtet haben. Und dann ist das irgendwie einfach so passiert, dann immer mehr Verantwortung auch generell für den Laden an sich zu übernehmen und so dann mehr Aufgaben zu übernehmen und so. Ja, es gab ja auch Zeiten, da war es wirklich richtig mau. Da hat man auch niemanden gefunden, der die halt eben mit uns irgendwas auch veranstalten möchte. Ne? Das hat sich auch erst so vor einigen Jahren wieder geändert. Ne? Also auch die Zeit, wo ihr dazugestoßen seid, ne? Das war dann auch wieder ein Push auch. Ne? Also dazwischen, also ich sag mal, gerade Nachwuchs kommt jetzt oder kam halt eben eine Zeit lang gar nicht hinterher. Ne? Was halt eben vielleicht besonders war, waren wirklich so die allerersten Konzerte, wo man hier erstmal abtesten musste, so wie funktioniert das hier auch alles. Ne? Was sagen auch die Nachbarn dazu? Weil da zu dem damaligen Zeitpunkt war eigentlich jetzt noch gar keine Dämmung hier drin, da war es alles noch recht simpel. Ne? Und man hörte dann noch 2 Kilometer weiter dann alle möglichen Geräusche von den Bands, die gespielt haben. Und das war dann immer ein bisschen spannend, ne, weil man auch dachte so, wann kommt jetzt die Polizei vorbei? Ne? Also da war dann irgendwie noch ein bisschen Kribbeln dann dabei. Ne?
war auf jeden Fall auch das Highlight unser erstes Konzert hier und auch die erste Veranstaltung, die wir dann gemacht haben, weil wir haben uns selber so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und irgendwie direkt einen Monat, nachdem wir hier Mitglieder geworden waren, ein Festival organisiert und alle waren so ein bisschen so, sechs Bands oder so, sei sicher, dass das so eine gute Idee ist, und wir waren halt so, keine Ahnung, wir hatten halt so Bock und waren so, oh, egal, machen wir jetzt, und dann war es total cool, weil es war mega voll und es haben hier irgendwie alle Leute, die uns ja auch eigentlich noch gar nicht kannten, irgendwie uns so nett aufgenommen und uns so mega lieb geholfen bei allem, bei der Werbung und auch bei der Technik und an der Bar und dann auch, als wir selber unser Konzert gespielt haben, irgendwie war es super voll und irgendwie waren alle Leute einfach so lieb zu uns und haben getanzt und so, und das war einfach voll, voll schön, so auch um so hier reinzukommen, weil es auch gerade echt so ein bisschen Krise war, so 18, 19, so, wir wohnen hier in Solingen und irgendwie alles ist so kacke und Köln können wir nicht bezahlen, und dann war es irgendwie so auch ein schönes Erlebnis einfach für hier, so, okay, es gibt irgendwie doch die Leute, die ähnliche Interessen haben wie wir hier, und es gibt doch irgendwie coole Sachen, die man hier machen kann, und dass unsere Eltern uns jetzt keine Wohnung in Köln bezahlen können, ist vielleicht auch doch gar nicht so schlimm. Das letzte richtige Konzert war im März 2020. Da hat hier die Band Rauchen hier gespielt. Und danach war jetzt eigentlich nichts mehr an Live-Konzerten mit Publikum. Ne? Und da haben wir dann auch überlegt, was machen wir denn jetzt überhaupt in der Zeit? Gar nichts machen ist auch keine Option. Und dann haben wir dann mit diversen Internet-Shows auch angefangen. Diverse Lesungen, diverse Akustikkonzerte. Und das hat eigentlich auch letztes Jahr super funktioniert. Nur irgendwann ist bei solchen Formaten eigentlich auch die Luft wieder raus. Deswegen ist jetzt 2021 da in der Richtung noch nichts gelaufen. Es hat auch eigentlich soweit niemand, glaube ich, großartig Lust dazu. Sei es jetzt von uns, von Veranstalterseite, wie auch jetzt, glaube ich, auch so von der Zielgruppe. Ich kenne jetzt auch nicht so viele Leute, die jetzt Bock haben, irgendwie vom Rechner sich irgendwelche weiteren Streams anzugucken. Von daher warten wir jetzt erstmal auch die Zeit auch ab, bis es halt wieder richtige Konzerte geben kann oder richtige Veranstaltungen. Ja, und vom Waldmeister haben wir auf jeden Fall das Glück, dass wir eben uns durch die Mitgliedsbeiträge selbst finanzieren. Also wir natürlich auch in dem Sinne das Glück haben, dass hier keine Person arbeitet. Also wir können alle laufenden Kosten decken, aber uns ist das auch noch mal ganz klar geworden, wie prekär eigentlich die Lage von anderen Clubs auch in unserer Größenordnung sein muss, weil wir gesagt haben, wir kommen jetzt gerade so über die Runden, aber langsam ist unser Puffer, den wir eigentlich auch für andere Sachen erspart hatten, auch aufgebraucht. Und sobald wir eine einzige 450-Euro-Kraft bezahlen müssen, hätten wir es nicht mehr bezahlen können. Also das ist wirklich auch jetzt der glücklichen Struktur des ehrenamtlichen, gemeinnützigen Vereins geschuldet, dass es überhaupt so unbeschadet an uns vorbeigegangen ist. Wir haben jetzt die Zeit genutzt, um hier ein paar überfällige Umbauarbeiten zu machen, nochmal ein bisschen zu streichen, alles schön zu machen, und auch haben das den Mitgliedern einfach zur Verfügung gestellt für andere Kunst- und Kulturprojekte. Hier war zum Beispiel eine Ausstellung, oder wurde auch zum Teil für Musikvideodrehs benutzt, auch für manche Online-Veranstaltungen, aber haben einfach gesagt, hey, wir haben hier den Raum für Kultur, schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas hier machen wollt, was ihr sonst nicht umsetzen könnt, und das wurde dann auch angenommen. Also wenn man jetzt einfach mal träumen dürfte, wir versuchen gerade mit den Mitteln, die wir haben, unsere Strukturen ein bisschen inklusiver zu gestalten. Die DIY- und Punk-Szene, wo wir hier auch so ein bisschen zugehören, also insgesamt auch ein sehr weißer, männlich heteronormativer Raum ist, und dass ich mir so ein bisschen vorgenommen habe zu überlegen, wie kann man die Strukturen irgendwie inklusiver gestalten, wie kann man die Strukturen offener gestalten, und
da versuchen wir eben gerade, sind da auch dabei, hier ein bisschen barriereärmer zu werden. Ich meine, es ist ein alter Bahnhof, wir haben eben einfach blöde Treppen und blöde Übergänge und so weiter, aber wir versuchen einfach gerade, das ein bisschen umzugestalten, an den Stellen, wo wir nachbessern können, das auch zu tun. Gibt es jetzt in Solingen, also wir haben Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke zum Beispiel hier, ne? Also Respekt. Wir haben eine Burg. Wir haben eine Burg, da kann man mit der Seilbahn hochfahren und runter, wenn man möchte. Hier gibt es die Bergische Kaffeetafel, weltberühmt im Bergischen Land, ne? Mit der Dröppelminna, wo der Kaffee rauskommt. Googelt mal. Und was haben wir denn noch? Also eigentlich gibt es nichts. Im Krieg damals schön zerstörte Innenstadt und dann danach im hässlichsten Stil überhaupt aufgebaute neue Innenstadt. wir haben es hier sehr grün. Man ist, egal wo man in Solingen ist, doch recht schnell im Grün. Das sind so Sachen, die man in der Großstadt nicht so schnell irgendwie erleben kann.